Denn wir sind im neuen Level. Es nennt sich die Königspyramiden von Khufu. Khufu kenne ich auch noch von was anderem her, nämlich von diesem Scheißhaufen vorhin. Und soll ich euch was sagen, Leute? Es ist mir scheißegal. Ich überspeichere alles. Damit ich nachher auch ja nicht mehr weiß, bis auf die freien Slots. Damit ich nachher auch ja nicht mehr weiß, welcher was war. So. Und jetzt einfach warten. Weil töten wir diese Mistviecher nicht. Diese Leute nicht. Sondern der Skorpion passiert gar nichts. Beziehungsweise. Tun wir ihm nichts. Ich sage ja, der Revolver ist die stärkste Waffe. Okay, wir haben dem nichts. Hätten wir ihm jetzt noch geholfen zu leben, hätte er uns sogar geholfen. Solange wir in seinem Sichtfeld gewesen wären, hätte er nämlich für uns Feinde schon abgeschossen. Und hier drin ist ein Secret. Da kommen wir nur rein, wenn wir den Waffenkammerschlüssel haben. Darum ging es. Das ist das letzte Secret, wahrscheinlich. Das ich finden werde. Aber es ist ja auch so ziemlich das letzte Level. Mit einem Labyrinth. Einem elendigen Labyrinth. Und selbst wenn man im ganzen Spiel nicht alle Waffen eingesammelt hat, was eigentlich gar nicht geht irgendwie, aber ist egal, findet man sie hier nochmal? Hat man sie schon, bekommt man zusätzliche Munition dafür? Braucht man nicht. Wir brauchen keine Munition mehr. Was glaubt ihr, warum ich in den letzten Part schon alles so rausschmeiße? Sehe ich so, jetzt brauche ich die Munition? Ich habe die Pistols. Und selbst Medipacks haben wir ja mehr als genug. Doch. 60. Kleine. Lara ist besoffen. Lara ist besoffen. Ja, Lara ist besoffen. Willkommen in meiner Welt. So geht's mir jeden Tag. Da kommt die Alkoholiker Lara durch die Tür, scheuert mir eine, ohne Grund. Ja, ist so. Jetzt seht ihr mal, wie es mir geht. Die Alkoholiker Lara. Wir müssen aufpassen, dass, nachher das Medi dass ich nachher noch dran denke, ein Medipack zu nehmen. Aber ich lasse euch diese Effekte, weil die werden immer schlimmer. Immer. Und wenn ihr jetzt glaubt, ich hab's im Nachhinein reingeschnitten, diese Effekte, das geht natürlich. Aber, dann fragt Leute, die dieses Spiel gespielt haben, oder guckt es euch bei anderen Let's Playern an, da sieht es genauso aus. Oh, es blinkt. Ich warte noch. Ach, stell dich an. Nein. Deswegen warte ich noch, da ist ein kleines Medipack, dann nehmen wir das. Nehmen wir jetzt ein kleines... Tales Gaming hat erst gar nicht gerafft, dass da was war. Und hat sich dann gewundert, warum wird das immer schlimmer? Warum, was ist denn jetzt hier los? Kann man die Effekte irgendwie abschalten? Ich ihm dann in die Kommis geschrieben, versuch's mal mit dem Medipack zu nehmen. Er hat Medipack genommen, er ist nämlich dreimal verreckt daran. Er hat gar nicht gesehen, dass er vergiftet war. Er dreimal verreckt daran. Ich nehme mal ein Medipack. Ah, besser. Ey, ich habe wieder Revolver-Ammo. Das war vier Schuss. Schuss. Vier Schuss mit dem Revolver töten so einen Skorpion. So ein laufendes Tattoo-Studio. Ich muss es einfach bringen. Und wir sind im vorletzten. Och nö. Ich glaube, so ein Revolver kann sogar eine Mumie töten. Nee, das geht glaube ich nicht. Dann besorgt man sich mich hin. Bei einer Mumie muss es glaube ich wirklich knallen. Ah. Okay. Wieso auch immer ich jetzt hier hochgegangen bin. Ich muss eigentlich noch runter. Ich weiß, wo es lang geht. Das Level kenne ich.
Du kannst mir nachher beim Labyrinth wieder helfen, dass ich mich nicht verirre. So, darauf. Auf den Block hier. Und darüber. Nein, ich speichere nicht. Ich brauche kein Speichern. Dafür habe ich nämlich auch das Spiel. Ich nehme schon wieder 11 Minuten auf. Meine Güte. Ich plus Bett gleich beste Freunde forever. Oh ja, das werde ich heute auch tun. Nach der riesigen Abschlussparty von Tomb Raider 4. Was tue ich hier? Nischt. Weil ich Idiot hier rüber gesprungen bin. Hätte ich gar nicht müssen. So, wartet mal. Ich mach's mir mal ganz kurz bequem. Aua. Bequem machen heißt nicht mehr wehtun bei mir. Also zumindest in meiner Sprache nicht. Ich weiß ja nicht, wie es in Lararisch heißt. Und es mir bequem machen heißt auch nicht anderen Leuten weh zu tun, Lara. Also komm weg. Du tust mir in der Seele weh. Ach nun komm schon. Obwohl ich glaube, ich habe eine Idee. Darauf? Darauf? Ist das möglich? Ich glaube nicht, aber probieren kann man das. Oh. Aber haarscharf. Hahnenkamm-mäßig scharf. Sehr scharf, Lara. Deine neue Frisur ist echt scharf geschnitten. Ja, danke, da war ja auch eine Schere dran. So meinte ich das nicht. Die Armschere. Ah. Also, wir kriegen es beendet, Leute. Wir haben den Schlimmsten. Das Schlimmste haben wir zwar noch nicht. Wie viel haben wir noch? Reicht das noch? Es reicht. Wir haben das Schlimmste zwar noch nicht überstanden, aber wenn wir das hier links... Danke, ich habe schon ein Tattoo, ich brauche keins. Eigentlich nicht, aber ist egal. So, dann ziehen wir mal. Und sie haben es endlich geschafft, hier auch mal Steine reinzukriegen. Und zwar nicht viereckige oder runde, sondern Steine, wie sie von Natur halt sind. Abgebrochen, wie sie wollen. Oder nicht Medipack, falls uns das Ding gestochert hat. Aber ich habe ja aufgepasst, dass mich das Tattoo-Studio nicht, ohne mich zu fragen, abzockt, weil ich muss das Tattoo ja auch bezahlen. Mit meinem Leben. So Leute, und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Fackeln haben wir. Oh, das reicht nicht. Nicht von meinen Künsten. Ja, Gott sei Dank, ich habe ja heute moralische Unterstützung. Deswegen werde ich jetzt auch speichern. Und zwar auf jedem Save. Damit jedes Mal, egal wie ich mich in der Pyramide verirre, ich wenigstens noch ein Safer vom Anfang. Ja, deswegen nehme ich auch die erste Luke nicht mit. Es geht ja gut los. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wenige. Ja, yeah, die Freude lässt nach. Hört doch mal auf, mir Botox zu spritzen, ihr Arschlöcher. Und dann spreche ich nochmal hier. Auf dem letzten und auf dem ersten. Merkt ihr, auf dem letzten ist immer noch ein Rücksave. So, das ging nämlich schon los. Die haben nämlich hier die Wände eingefahren. Yeah! Lara ist besoffen. Schon wieder. Noch ist sie leicht besoffen, aber ich habe ja schon die Bierflasche hier auf dem Trank stehen. Danke, ich will kein Tattoo.
Oh Gott. Ich nehme erstmal Medi. So, du kommst mal hier, du merkst dir das jetzt. Mir egal. Ich will hier Spaß haben. Dich hört man nicht. Meinst du? Geht's aber nicht. Och nö. Mach hier ein Labyrinth immer. Merkt ihr mal, wo Feuer war, da war ich schon. Ich geh jetzt rechts. Okay. Aber warte mal. Vielleicht krieg ich langsam Sinn rein. Nein, ich will kein Tattoo. Seht ihr das? Die zentrieren die nur. Wie bekommt man am schnellsten und günstigsten Stein weg? Mach ihn kleiner. Jeff, mach ihn kleiner. So. Schön geradeaus. Witzig. Wenn's geht. Mach Fackel an. Das kleine laufende Tattoo-Studio, das ist noch nicht. So, links, rechts, links. Und nu? Yeah! Thank you! Müssen wir nachher noch einen Rückweg finden. Kann ich den. Was? Ja? Wie? Finde ich gut. Dann machen wir das. Wo ist denn mein Granatwerfer? Ja, 7-mal schwere Ammo. Übrigens, erstmal Medipack nehmen. So, jetzt haben wir mal in Ruhe. Ich krieg das Ding schon kaputt. Achtung! Doch, das geht. Das habe ich auch bei PlayStation hingekriegt damals. Als 7-Jähriger. Nein, als 11-Jähriger. Wo ich das Spiel das erste Mal durchgezockt habe bei PlayStation. Okay, wir haben Schlüssel Westschaft, Nordschaft, Südschaft, Ostschaft. Wir haben eine Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt in die große Pyramide rein, die dort einsetzen. Ich speichere nochmal auf dem Netz, falls ich mich wieder verirre. Und wir haben nur 4 Minuten für dieses Labyrinth gebraucht. Und du? Geh mal zu meiner Mutter. Und sag mal, sie soll uns mal was zum Anstoßen geben. Musst du ihr nur sagen, nicht. So, wie kommen wir es raus? Jetzt führst du mich bitte aber noch raus vorher. Ich glaube immer geradeaus nachher. Das war immer nur geradeaus. Und jetzt? Geht. Rechts? Geht nicht. Vielleicht. Oh Mann, lass mich doch mal laufen. Aber ehrlich, er hat doch Schuhe an.
Oh ne, jetzt ist Lara auch noch besoffen. Mach den Block, Kleiner! So. Links? Du wieder hier. Okay. Der Ausgang. Lara ist besoffen. Lara, hör auf, den Schnaps hier neben mir zu trinken, du alte Schnapsdrossel. Das geht ja mal gar nicht. Ich meine, hier steht schon. Jetzt müsste man hier Gläser haben, ne? Hier steht schon. 1, 2, 3. Ups, das waren alle Gläser hängen. Lara, leg die Axt weg. Mach jetzt nichts Verkehrtes. Ich muss Alex umbringen. Und wir haben 700 und dreimal gespeichert. Leute, es werden noch 800 werden. Ich speichere aber auch nicht allzu oft wie du. Ich speichere immer und überall, wegen jedem Scheiß. Nur kurz bevor ich sterbe, dann nicht. So, doch, klar habe ich das gebracht. Auch schon beim Sterben. Ja, das ist auch geil. So. So viel war das nicht. Das war jetzt nachher nur noch die kleine Pyramide wieder hochklären. Juhu. Ich bitte um Freude. Ich hasse es. Und Leute, wenn wir es heute durchschaffen, dann ist das letzte Thumbnail nicht jugendfrei. Es ist dann nicht jugendfrei. Das könnt ihr mir vertrauen. Da könnt ihr mir vertrauen. Wo ist das Mistvieh? Oh ja. Es musste sein. Ich sollte die Waffe wechseln. Ja, natürlich habe ich das. Nein, also ich habe erwähnt, dass es ein Special wird. Ob ich es erwähnt habe, was es wird, glaube ich noch nicht. Aber noch haben wir auch die 20 Abonnenten nicht. Noch fehlen ja noch 2. Mal sehen, vielleicht schalten die ja in der nächsten Woche noch zu. Ich werde aber wenig Zeit haben, auf eure Kommentare einzugehen, weil ich Tomb Raider 3 aufnehmen werde. Ja? Das ist nun mal nichts Besonderes mehr. So ein blödes Mistvieh. Ich muss öfter speichern. Ich gebe es zu, ich speichere oft, aber zu wenig. Ach komm, 6 explosive Ammo. Die könnten noch gerade so reichen fürs Ende des Spiels. Und da. Habe ich schon. Armbrust mit Explosivfallen. Ich stehe übrigens gerade exakt nördlich. Das heißt aber, Place 1 könnte man jetzt cheaten. Aber ich will jetzt gar nicht cheaten. So. Speichern. Wir schaffen's. Es fehlen übrigens noch 2 auf einem Faustaber-CD. Die ihr seht ich nicht. Links muss es jetzt hier noch schräg hochgehen. Ups. Das ist das Tomb Raider-Gesetz. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch, fällt nicht. Was? Ja, das habe ich gemerkt. Fall! Ruhig, obwohl du drauf standest. Oh ja. Oh ja, ich hasse dich.
Da sind wir! Da sind wir! Da! Lara, nun komm! Bisschen mehr Begeisterung hier! Stell dich gleich mal deinen bisher mächtigsten Feind gegenüber. Horus, nein. Curtis, nein. Horus, nein. Wie heißt der? Von Kreuz, Seth, wie auch immer. Seh zu. Gut, neues Level. Wie nennt es sich? In der großen Pyramide. Wir überspeichern alles. Bis auf den letzten. Jetzt überspeichern wir den ersten nochmal. Wir haben schon eine Gesamtspielzeit von... Und ich sterbe natürlich gleich in den ersten paar Sekunden. Yes! Habt den Raum, den ihr da eben im Ladebildschirm gesehen habt, da müssen wir. Wollte gerade sagen. Weil ich ihn nicht sauber getroffen hab. Was? Macht nichts. Genug Schrotammo. Auch wenn sie die Schrotflinte gerade nicht auspackt. Ich habe ja genug. Oh ja. Ziel auf eine Fledermaus, obwohl dein Gegner hinter dir steht. Sag mal, schießt du auch mal? Pack weg. Tschüss. Schnauze voll. Ja. Und wir machen nochmal eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause. Bis gleich. Ciao.